Guten Tag, liebe Pöhlers Bande, herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Heute ist Derby, wenn auch nur kleines Derby, B1-Derby, Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum. Und ich nehme euch natürlich wieder mit. Es ist das letzte Heimspiel des Jahres. Jetzt wollte ich schon sagen, der Saison, das ist natürlich Quatsch. Das letzte Heimspiel des Jahres und entsprechend emotional müssen wir jetzt gleich sein. Bisschen ausrasten, bisschen Emotionen, bisschen Heimsieg, bisschen Derby-Sieg. Mehr wollen wir doch gar nicht. In dem Sinne viel Spaß mit dem Vlog. So, Freunde, da sind wir im Hauptbahnhof und holen uns jetzt erstmal bei Kamps noch ein bisschen was zu essen, weil der Weg ist noch lang, Freunde. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist denn Kamps? Da, ich muss noch geradeaus weiter. Die Deutsche Bahn hat natürlich Verspätung. Alle Reiserouten, die wir uns bisher ausgerechnet haben, kommen nicht pünktlich. Also haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit und kommen halt ein bisschen später in Dortmund an. Machst du nichts. Ah, so ein Schokowuppi oder so ein Simwuppi. Ja, irgendwie sowas würde es werden. Oder ein Schokobrötchen oder so. Hi, ich nehme einen Zimtwuppi und eine Laugenstange. Ja, gerne. Dankeschön. So, da könnt ihr sehen. 12.19 Uhr wäre es gewesen. 12.39 Uhr ist es jetzt, der RE4 zum Dortmund Hauptbahnhof. So, Freunde, ich melde mich immer noch vom Wuppertaler Hauptbahnhof. Yeah. Mittlerweile das zweite oder dritte Bier. Und wer ist denn noch da? Ja, das ist das reinste Chaos. Das macht richtig Spaß. Ja, da ist er, der Matthias. Ja. Heute nicht im Stream, aber heute am Wuppertaler Hauptbahnhof. Ja, also, es ist das Einzige gerade, was hilft, ne? Aber ja, wird schon. Also 12.19 Uhr sollte er kommen, dann war es irgendwann 12.37 Uhr und jetzt haben wir 13 Uhr. Ja. Läuft Deutsche Bahn. Also Einbahnstraßenverkehr bei der Bahn ist nicht so das Wahre. Deswegen das Einzige, was warm hält und das Einzige, was hilft, ist eben ein Bierchen. Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass uns gleich noch ein Kumpel mit dem Auto einsackt und wir dann wirklich mit dem Auto von Wuppertal nach Dortmund fahren, in der Hoffnung, dass wir nicht in einen geisteskranken Stau kommen. Heute ist alles anders, Freunde. Heute holt der Matthias für uns alle Quarkbällchen. Sechs Quarkbällchen hätte ich gerne. Gerne. Sechs Quarkbällchen nehmen wir? Zimt Zucker? Oh, hör mal. Lassen wir uns nicht lupen, ne? Ja, Mensch, Zucker. Könnt auch einen Crepe nehmen. Mm. Frisch aus der Pfanne. Yam, yam. So, Freunde, guckt euch das Ding mal an. Mm. Träumchen, lecker, ne? Und Leute, die sind richtig gut. Man liebe Frittiertes. Die Dinger sind einfach der Wahnsinn. Und die sind auch richtig heiß. Also diese Quarkbällchen in Wuppertal auf dem Marktplatz, wenn ihr da seid, holt euch die. Ist auf jeden Fall eine 8 von 10, definitiv. Ich werde jetzt auch der Foodblogger und bewerte jetzt nur noch Essen. Also Quarkbällchen definitiv eine 8 von 10. Wahnsinn. Mein Lieber, ich habe dich noch gar nicht gefragt, was du denn heute tippst. 2-0, kurz und knapp. Grego ohne Gegentor? 2-0. Wer macht die Tore? Muki und Bellingham. Nehmen wir, ne? Ja. Schmecken die? Was ratest du denn? Ich habe gesagt 8 von 10 für die Quarkbällchen, als sie wirklich noch warm und fluffig waren. 9 von 10, jetzt 7 von 10. So, Freunde, geparkt haben wir. Sind in der Fanwelt, wie man unschwer erkennen kann. Und es ist auch voll und bleibt voll und wird voll. Wir gucken jetzt mal, dass wir zu unserem Eingang kommen. Über die Ost gehen wir rein. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Impressionen von mir. So, knappe Stunde vor Anpfiff, Freunde. Es ist schon voll. Es ist immer wieder schön hier, Freunde. Da ist die Pöhlersbande am Start. Du bist der? Max. Der Max. Und der Max hat gerade gesagt, er guckt jedes Video, also auch dieses hier. Diesmal bist du selber drin, Digga. Was tippst du denn heute? Heute 3-1 für unsere Borussia. 3-1. Ja, also, aber mit dem obligatorischen Gegentor. Ja, natürlich. Aber wir hauen das richtige Ergebnis raus. Was denkst du denn, wer macht die Dinger für uns? Zweimal Mucki und einmal Brand. Ich hab Brand und... Also meinst du, Mukoko startet auch, oder was? Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Danke dir, Digga. So, Freunde, da sind wir wieder im Schwimmbad. Rote Erde Club dank TFC, The Football Club, wir sind am Start. So, Freunde, da sind wir wieder. Schöne Grüße in die Runde, Hallöchen. Ah,
Alles gut, mein Lieber. Ja, und selbst? Ja, klar. Also, ich sprenge diese illustre Runde ja nur ungerne. Aber wenn ihr so schön zusammensitzt und ich das für den Vlog direkt schon filme, was haben wir denn an Ergebnis, mein Lieber? Heute wird es ein 5-0. Ein 5-0? Ja. Hör mal, was gab es da zu essen? Will ich auch haben, Junge. 5-0? 5-0 und es gab Gans, Lachs und nur das Beste vom Besten. So, also 5-0, das müssen wir jetzt toppen. Ja, ich glaube, dass wir leider ein Gegentor kriegen. 3-1. Das Gegentor, das kriegen wir immer. Das nehme ich. Nimmst du? Ja. Wer macht die Hütten? Muki muss 2. Hab ich gerade schon mal gehört? Und Schlotterbeck. Ich bin nicht weit von 5-0 entfernt. Ich habe 4-0 gesagt, bei mir zu Hause auch Familiengruppe und so tippen. Ja. Überall 4-0 eingetragen. Also ich muss aber heute aufgestellt überall auf Hazard setzen. Hazard? Ich glaube Hazard. Der ist heiß drauf. Guck mal, da sehe ich einen kritischen Blick. Bei mir ist es ein 3-0. 3-0 auch in Verteidiger. Aber auch ohne Gegentor. Leute, was ist denn los mit euch ohne Gegentor? Ja. Rainer, Brandt. Schlotterbeck. Ecke. So, nächste Runde. 3-0, Bellingham und Guerrero. Bellingham 2? Ja. Ja, der Mann macht es ganz kurz und knapp und er möchte eigentlich trinken und jetzt komme ich hier einfach mal so ganz frei. Hau raus. 4-0 sage ich, auf 2 Bellingham, einmal Mukoko und einmal Guerrero. Ich weiß nicht, ob der spielt jetzt. Ja doch, also guck mal, Guerrero, ja. Guerrero kann passieren. Hoffentlich schmeckt es oder hat geschmeckt, Leute. Ja? Sehr schön. Wurde mir hier gerade gesagt, ne? Guck mal, hier haben wir natürlich wieder leckeres Essen. Aber hier, guck mal. Und die Dinger sind signiert von Marco. Dabei hat er sich eine Sehnenscheidenentzündung zugezogen und fällt wieder 16 Wochen aus. Nein, natürlich nicht, Freunde. Repeat bei Reus. Lassen wir uns gleich schmecken, Freunde. Marco, Maschine! Digga, das ist eigentlich auch der Shit hier. Ne? Das möchte ich bitte auch haben, aber mit der 0,9. Das musst du mir auf jeden Fall deichseln. Ja. Guck dir das mal an. Ist trauriger Partner. Ja. Wie fühlt sich das an, nachdem du jetzt Pep Guardiola getroffen hast? Jetzt ein eigenes Trikot, Junge, was ist denn da los? Es ist nicht mein eigenes Trikot, ich habe es einfach selbst nachmachen lassen natürlich. Aber von unseren Partnern. Das mit Guardiola war ein bisschen hart, weil alle sagten, ich sehe aus, als wäre ich sein Sohn. Wir sehen aus wie Vater und Sohn, das habe ich über den Kino verletzt. Ja, was ist das so? War schon ein Highlight. Ne? Und das war geil, oder? Ja, sieht man, weil hier im Gold Club ist alles möglich. Ja, es ist so. Also TFC ermöglicht einfach super krass viel. Ich finde es auch immer wieder nice, auch dieser Blick. Ne? Haben wir mittlerweile schon ein paar Mal gehabt, aber es ist jedes Mal ein Highlight. Und der Gold Club ist nicht umsonst der Gold Club. Nein, wir sind ganz, ganz anders. Wir werden das hier noch ganz anders aufsetzen. Aber ja? ist cool, die Community hier zu haben. Ist cool, euch hier zu haben. Also, es sind alles super nice Menschen und schwupps. Na dann, ne? Auf den Gold Club. Auf den Gold Club. Oh ja, ich hab Bock, Freunde! Borussia! Also Torga sah, mein Freund. Ja, schwierig, ne? Kommt von der Bank und macht trotzdem ein paar Hüten, oder was? Ja, ich würde sagen, Spiel bleibt lange eng. Da muss Hazard kommen, dass sie retten für mein 4-0, ne? Dein Blick war vorher schon so, ne? Ich so, ja, Hazard. Hab ich nicht gesehen. Ich hab vorher nichts gesagt, ne? Wollte mich schön reinlaufen lassen noch. Hazard, sichere Bank heute. Guck mal, jetzt krieg ich sogar noch ein Besteck gebracht, damit ich mit den Händen essen muss. So nett von dir, wirklich. Wahnsinn. Ausnahmsweise bist du mal nett zu mir. Nur heute, weil heute letzter Spieltag. Mmh. Yummy, da gibt es noch ein bisschen Lachs. Ne, ja. Schmeckt. Luisa ist inzwischen auch da. Keine Mauern! Heute ist sein letztes Heimspiel als Präsident des Ballspielvereins von 1909. Wir sagen alle Danke, Reinhard Raubal! Hey! Eine absolute Legende von Borussia Dortmund sind bei mir. Genau dafür liebe ich diesen Verein. Genau dafür. Wir sind
Stunde noch steht es 0-0, das Spiel läuft, aber ich habe noch gar nicht mein Ergebnis rausgehauen. Ne? Ich sage 2-0 für Borussia und das zählt noch, weil es steht, wie gesagt, noch 0-0. Ja, die BVB-Fans auf jeden Fall mit einer deutlichen Botschaft, Boykott Katar, Stimmung ist da, im letzten Heimspiel des Jahres nochmal Vollgas geben. Und so muss das sein. Borussia! Standards, Freunde, ist noch so ein Thema für sich. Borussia Dortmund hat in dieser Spielzeit, in dieser Saison, bis jetzt 80 Ecken gehabt und sehr gute Tore. Also wir sind wirklich die ungefährlichste Mannschaft mit Standards, die es gibt. Das muss auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. Was macht ihr da? Ja! Mucki, Alter! Hab ich doch gesagt! Mucki, Mann, 2-0! Danke, bitte, ciao! Und da gibt's einfach Elfmeter für Borussia! Komm, Junge, knall das Ding rein! Komm jetzt! Komm jetzt! Ja! Ja! Und sowas von eiskalt, Leute! Ausgeholt, Tor, jawoll, Leute! Ole, 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 12 Minuten, 2-0. Okay, ich muss mein Ergebnis-Tipp nach oben korrigieren, Leute. Die schießen wir heute weg. Weiter so, weiter so, weiter so. Eieiei! Wir lieben! Wir lieben! VAR! 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 Ja! Aber ihr lebt! Also trotzdem! Wir leben, ja. Wir trotzdem! Kommen noch. Wir ist kommen jetzt noch. Wichtiger sogar! Eieiei! Ah, Junge! Also nach VAR-Entscheidung keine Elfmeter für Borussia Dortmund. Meiner Meinung nach Standbein weggezogen, aber ich habe es jetzt auch nicht genau gesehen. Ja! Ja! 3-0! 3-0! Ja! Was ein Lupfer, Junge! Dicke Lupfen jetzt! Ja! Ja, Mann! Brutales Tor! Moukoko wieder, ne? Zweites Tor, Moukoko! Zweites Tor! Yusufa mit einem Lupfer wie ein Lars Ricken, Leute! Ja, Mann! Also, Leute, wirklich direkt mit dem Tor von Yusufa Moukoko geht's in die Halbzeit. Borussia Dortmund führt 3-0 gegen den VfL Bochum. Es ist wirklich geisteskrank, was Borussia Dortmund da spielt. Wir lassen nicht wirklich was anbrennen, außer natürlich diesen Fallrückzieher, muss man sagen, der war schön. Und dem Abseitstor, das war auch da. Das hätte dem Spiel wahrscheinlich nochmal eine Wendung gegeben, beziehungsweise das Spiel wäre anders gelaufen. Hätte, wenn und aber, Faber, Konjunktiv, alles nur Konjunktiv. Bochum, Zerro, Dortmund, 3. Komm, Julia! Den haben wir alles schon drin gesehen, ey. Den haben wir alles schon drin gesehen, Leute. Ärgerlich. Oh! Alter! Das Ding muss doch rein, Mann! Woo, woo, woo!
das Spiel ist auf! Also, ich wollte eigentlich vorher den Boten mal schon gefragt haben, was du so erwartest. Aber jetzt mal kurz, dein Fazit zum Spiel, hast du das so erwartet? Nee, ich habe gehofft, tatsächlich, weil ich war letztes Jahr im Rhein, da war ich bei dem Team Rhein, warst du auch hier? War ich hier. Ich habe gehofft, dann kommt hier Unruhe rein. Wenn hier Unruhe reinkommt, dann ist echt, also so ein Spiel gegen Wuppen ist eigentlich geil, weil die Fans erwarten, dass man 7-0 gewinnt. Ja, ja. Wenn das irgendwie knapp wird, dann hat man eine Chance, aber wenn es nach 10-0 2 Nüsse hat, einfach gehofft, dass unsere Rasse 2-0 rausgehen. Aber wie war das für dich als Bochumer in dem Moment, wo der Feuerwehrzieher kam oder in dem Moment, wo das Abseits-Tor kam? Oder kam da nochmal Hoffnung auf, oder hast du gesagt so? Ich habe bis zum 45. wo der Torwart besoffen ist, habe ich gehofft, dass da noch was geht. Weil aber Riemann ist normalerweise nicht so schlecht. Der ist dieses Jahr wirklich nicht so gut, leider. Er ist außer Form, aber letztes Jahr hat er uns hier in der Liga gehalten. Deswegen soll er weiter Fehler machen, passiert. Aber das hat sich, also in der ersten Halbzeit stand es 3-0, aber das hat sich schon. Wir glauben, dass irgendwie alles genutzt. Oder das Tor war ja. Mokoko traumt, dann ein Elfmeter und dann Powerfehler, das ist so unnötig. Unter die Latte, Lupfer. Bochum hat dann noch ein Fahrradzeiger, aber das war. Aber jetzt Hand aufs Herz, glaubst du, Bochum bleibt drin? Also, das geht nicht. Die Einzelspieler. Es sind zu viele Patzer, jedes Spiel gibt es immer Patzer weiter. Also das heißt, Freunde, Bochum scheint es nicht zu machen, aber der Junge in FIFA rasiert auf jeden Fall mit der VfL. Also bitte checkt in der Videobeschreibung nur Ober mal aus. Verfolgt ihn, du zockst noch wieder aktiv, FIFA 23 oder was? Ja, ja, ne? Du bist wieder voll im Game. Die Ausnahmsweise bin ich draußen. Sonst nur drin. Also, jeden Stream von dem Jungen hier abchecken und supportet den Mann. Supporten! So, Freunde, wir sind raus aus dem Stadion. Es war mal wieder eine absolute Ehre in der TFC-Loge. Es hat richtig Bock gemacht. Es war vor allen Dingen viel Community am Start. Das heißt, viele BVB-Fans mit in der Loge. Hat richtig Bock gemacht. Borussia Dortmund gewinnt 3-0 gegen den VfL Bochum. Und man muss sagen, in Halbzeit 2 war wenig los. Warum? Weil der BVB schon 3-0 geführt hat. In dem Sinne konnte man ein bisschen die Kräfte sparen. Jetzt ist hier Hubkonzert. Wir gehen zum Auto. Wenn euch das Video gefallen hat, meine lieben Freunde, Daumen nach oben. Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. In dem Sinne bin ich raus. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Euer Toxi. Macht es gut. Ciao, ciao.